Willkommen zum letzten Thema in diesem Themenbereich 1, Computernetzwerke. Wir sind jetzt mittlerweile ganz oben in den Schichtmodellen angelangt. Im Department of Defense Modell sprechen wir von der Process-Schicht. Im ISO-OSI-Modell sprechen wir von den obersten drei Schichten. Ganz konkret, die sind also die Presentation Layer, der Application Layer, der Presentation Layer und der Session Layer. Dort ist die Trennung manchmal etwas schwierig, wir werden es trotzdem versuchen zuzuordnen. Für den Presentation Layer haben wir vorerst noch kein Beispiel, da werden wir erst im Themenbereich 2 dazu kommen, wenn wir uns dann Web Services und SOAP anschauen. Wir werden uns aber jetzt drei Protokolle anschauen, die im täglichen Betrieb im Netz sehr breit im Einsatz sind, die man ganz grundlegend kennen sollte und aber auch versuchen zuzuordnen, wie die in den Schichtenmodellen zu verwenden sind. Überblick wieder. Wir beginnen mit dem Protokoll HTTP. Das ist das Protokoll, das für das World Wide Web zuständig ist. Also wenn wir Webseiten irgendwo im Browser anfordern, dann bedienen wir uns dem HTTP-Protokoll. Als zweites werden wir uns anschauen, das DNS, das Domain Name System, den Telefonbuchdienst im Internet, der dafür sorgt, dass wir uns nicht IP-Adressen merken müssen, sondern mit den bekannten Domainnamen arbeiten können, also mit Text, der leichter zu merken ist als diese IP-Adressen, die nicht besonders sprechend sind. Und letztendlich nur einen ganz kurzen Überblick, da könnte man wahrscheinlich eine ganze Vorlesung drüber machen, einen ganz kurzen Überblick über TLS, die Transport Layer Security, also dieses Protokoll, das dafür sorgt, dass wir verschlüsselt im Netz kommunizieren können, das immer dann zum Einsatz kommt, wenn bei einem Protokoll hinten ein kleines S angefügt ist, also das HTTPS, FTPS, IMAPS, was auch immer, diese unterschiedlichen Protokolle auf Anwendungsschicht, die vom TLS dann verschlüsselt werden, bevor sie an die TCP-Ebene weitergegeben werden. Das ist dann auch das Beispiel, das am Session Layer anzuordnen ist, das HTTP-Protokoll und das DNS-Protokoll tatsächlich oder beide Dienste tatsächlich am Application Layer. Dann vielleicht zum HTTP. Das HTTP ist, wie gesagt, das Protokoll, das im World Wide Web eingesetzt wird, ist ein textbasiertes Protokoll, das heißt, die Daten, die übertragen werden, werden ASCII-basiert oder Unicode-basiert grundsätzlich übertragen. Das betrifft nicht nur, da hat es gerade geklopft, vielleicht hört man es auf der Aufnahme, das betrifft nicht nur die eigentlichen Nutzdaten. Die Nutzdaten sind dann meistens HTML oder entsprechend kodierte Bilder, sondern auch die Header-Daten, auch die werden im Klartext definiert übertragen. Das HTTP rein von der vom Aufbau her ist ein sogenanntes zustandsloses Protokoll. Das steht, glaube ich, auf der zweiten Seite, wenn man nicht alles täuscht. Genau, steht da ganz oben. Zustandslos heißt, es wird zwischen Client-Server, wir sind jetzt ganz oben, mal kurz nicht über die unteren Schichten nachdenken, der Client schickt eine Anforderung, einen Request, der Server liefert einen Response und damit ist die Kommunikation abgeschlossen. Das verstehen wir unter zustandslos. Der Server merkt sich nicht, dass er gerade von dem Client eine Anfrage bekommen hat. Wann die nächste Anfrage kommt, ist das für den Server grundsätzlich so, wie wenn das eine komplett neue Anfrage wäre. Jetzt wissen wir alle, dass das nicht so ist. Das war auch sehr unpraktisch, wenn wir Online-Shopping machen und über die Seiten hinweg der Einkaufswagen zum Beispiel immer wieder leer werden würde, weil sie keine Stelle am Server merkt, dass da schon mal Interaktion stattgefunden hat. Genau dasselbe ist mit Logins. Man könnte keine Logins grundsätzlich implementieren. Deswegen gibt es natürlich wieder Mechanismen, mit denen das sichergestellt wird, dass man trotzdem die Kommunikation über mehrere Seitenaufrufe hinweg zuordnen kann. Das sind die sogenannten Cookies meistens. Grundsätzlich ist das aber was auf HTTP nochmal draufsetzt, eine Krücke in Wirklichkeit, die uns diese Funktion ermöglicht. In HTTP selbst gibt es nur die Anforderung und die Antwort, also den Request und die
Response. Das ist wichtig, dass man sich das merkt. Die Nachrichten, also das steht da nochmal drinnen, es gibt eben zwei Nachrichten. Das eine ist, wie gesagt, der Request, das andere ist der Response. Die werden wiederum in TCP-Pakete unterteilt und dann über den ganzen Stack, über die ganzen Schichten da unten zur jeweiligen Gegenstelle übertragen. Aber wenn das da oben zustandslos ist, kann natürlich die Antwort an eine Anfrage wiederum mehrere TCP-Pakete benötigen. Haben wir vorher diskutiert im letzten Video. Wenn wir ein Bild als Antwort übertragen, dann mag das wahrscheinlich größer sein als diese 15 oder diese 1460 Byte, die in ein TCP-Paket reinpassen. Dementsprechend muss man das weiter segmentieren. Dementsprechend wird für jede einzelne Kommunikation, aber wenn das oben zustandslos ist, unten eine Verbindung aufgebaut. Das heißt, eigentlich wird sowohl für den Request eine TCP-Verbindung mit diesem ganzen Overhead, den wir vorher diskutiert haben im letzten Video, aufgebaut und für den Response wiederum. In der Praxis wird die TCP-Verbindung da offen gehalten, das heißt, man spart sich zumindest diesen Auf- und Abbau einmalig. Also das lässt das TCP grundsätzlich zu, kommunizierenden Stellen wissen, dass die Kommunikation noch nicht abgeschlossen ist und halten die TCP-Verbindung offen. Das ist ja durchaus möglich und zulässig. Grundsätzlich wird aber eben, nachdem es zustandslos ist, nachdem die Response geschickt wurde, die Verbindung abgebaut, weil für das HTTP, für die Anwendung, die da oben läuft, ist die Kommunikation mal grundsätzlich fertig. Die HTTP-Nachricht besteht wiederum aus einem Header und den eigentlichen Nutzdaten. Bei den Nutzdaten, wie gesagt, im Fall von Webseiten HTML-Text sind, im Fall von binären Daten dann entsprechend kodierter Text, der übertragen wird. Also da werden die Binärdaten auf Text umkodiert und dann mit übertragen. Im HTTP-Header steht mal drinnen, ob es sich um einen Request oder eine Response handelt. Wir haben jetzt in dem Fall keine Grafik, aber grundsätzlich stellen wir eine Anfrage und dann in der Response-Zeile wird zurückgegeben im Header, ob die Anfrage erfolgreich beantwortet werden konnte oder ob ein Fehler aufgetreten ist. Bei der Anfrage schaut es so aus, dass der Client, der eine Webseite abfragen will, bleiben wir bei einer HTML-Seite in dem Fall, an das TCP-Protokoll auf Port 80 des angefragten Servers eine Anfrage stellt, und zwar macht dann sogenannten GET-Request, da gibt es unterschiedliche, wenn wir dann gleich dazu kommen, sagt, welche Ressource er haben möchte, das in dem Fall infotext.html, sagt, nach welcher HTTP-Protokollversion, das ist üblicherweise 1.1, wir anfragen und spezifiziert dann eben nur, welchen Host wir anfragen, damit das IP dann darunterliegend weiß, wohin die Anfrage geschickt werden muss. Jetzt gibt es nicht nur sogenannte GET-Requests, sondern im HTTP-Request unterschiedliche Orten anzufragen. GET ist, wie gesagt, das gebräuchlichste, damit kann ich eine Datei anfragen. Das zweite gebräuchliche, was man wahrscheinlich schon mal gehört hat vielleicht, ist der sogenannte POST-Request. Mit dem POST-Request können wir Daten an den Server übermitteln. Den POST-Request brauchen wir immer dann, wenn zum Beispiel auf einer Webseite ein Formular ausgefüllt wurde und wir möchten die Daten, die der User eingetragen hat, an den Server übermitteln, dann müssen die mit POST an den Server geschickt werden. Also man spezifiziert wieder eine Webseite, die sich für diesen Request zuständig fühlen soll, die dann diese Daten irgendwie verarbeiten soll und schickt in den POST-Request die ausgefüllten Daten dann tatsächlich mit. Dann gibt es noch weitere Requests, die nicht so gängig sind. Das eine ist HEAD. Mit HEAD kann man anfragen, ob eine Datei vorhanden ist, ob sie
geändert hat, also grundsätzlich die Metadaten nach einer Datei. Damit kann man den Datenverkehr reduzieren, wenn zum Beispiel eine Datei irgendwie offline vorgehalten wird und man möchte feststellen, hat sie die geändert, muss man die Kopie, die man sie irgendwo vorhat oder in einen Zwischenspeicher, in einen Cache, muss man die aktualisieren, dann macht man keinen GET-Request und holt sie die ganze Seite, sondern einfach nur mehr einen HEAD und aus den Daten, die dann zurückkommen, kann man schließen, ob man jetzt die Datei tatsächlich abholen muss und einen GET-Request nachschießen muss oder ob sie nichts geändert hat und man die Kopie vorhalten kann. PUT ist so ähnlich wie POST im Sinne, kann ich zur Datenübermittlung verwenden. Im Gegensatz zum POST, wo es um Formulardaten geht, ist das PUT aber zur Übertragung von Dateien gedacht. Das heißt, ich kann mit dem PUT tatsächlich ganze Dateien an den Server schicken und die irgendwie verarbeiten lassen. Das hat lange Zeit nicht die große Relevanz gehabt. Mittlerweile, wo das HTTP auch verwendet wird, um Dienste für andere Rechner im Web anzubieten, das sogenannte REST, also der Representational State Transfer, den wir im Themenbereich 2 nochmal besprechen werden, hat auch das PUT wieder stärkere Bedeutung gewonnen. Und das Gegenstück dazu ist das Delete, mit dem kann man anfordern, dass eine Ressource vom Server gelöscht wird. Ja, ein Server muss natürlich nicht auf diese Anfragen reagieren, das ist eine Bitte im Wesentlichen und der Server kann dann sagen, ja, habe ich gemacht oder nein, habe ich nicht gemacht. Und genau das, was der Server sagt, schauen wir uns im nächsten Schritt an, das sind die sogenannten HTTP-Status-Codes. Bei einem HTTP-Response kommt nicht nur die eigentlichen Nutzdaten, die angefragt wurden, zurück, sondern auch der Status, ob die Anfrage erledigt werden konnte oder nicht. Das heißt, es steht im Header nur mit drinnen, ob es einen Fehler gegeben hat. Grundsätzlich sind diese Statuscodes immer dreistellig. Man kennt den Status 404, Resource not available, also Fehler ist aufgetreten, die Seiten gibt es nicht, das sieht man immer wieder. Diese dreistelligen Codes sind eben dann auch noch Bedeutung sortiert. Alles, was mit 1 beginnt, wäre eine reine Informationsrückmeldung. Das sind Zwischenantworten, wann die Bearbeitung der Anfrage noch dauert, kommt relativ selten vor, beziehungsweise sieht man als Benutzer auch nichts davon. Der Statuscode 200 ist das, was wir hoffentlich immer haben. Das ist die erfolgreiche Operation. Also alles, was mit 2 beginnt, hat grundsätzlich funktioniert. Die Anfrage konnte ordnungsgemäß erledigt werden. Das heißt, wann ich eine Webseite angefordert habe und jetzt die Antwort zurückkriege, dann wird im HTTP Response im Head 200 drinnen stehen, also erfolgreiche Operation, und im Body der Nachricht kommt dann die eigentliche Webseite. Alles, was mit 3 beginnt, ist eine Umleitung. Wann also eine Webseite woanders hingezogen ist, wann die Ressource an einen anderen Ort verlegt wurde, dann kann man das dem Client mit einem Statuscode, der im Bereich 300 liegt, mitteilen. Da gibt es dann unterschiedliche Statuscodes für temporäre Umleitung und für permanente Umleitung. Das heißt, der Client soll sich merken, dass die Ressource woanders ist, oder er braucht es nicht merken, er wird immer wieder weitergeleitet. Mit dem funktionieren auf jeden Fall die Weiterleitungen, die man im Netz auch durchaus immer wieder kennt. Also wenn man von einer URL auf eine andere umgeleitet wird, dann ist das mit einem Statuscode 300 in der HTTP-Response passiert. Die Vierer sind die, die man nicht so gern hat. Das ist eben, ist ein Fehler aufgetreten. 404 kennen wir, Ressource nicht vorhanden. 403, der Client ist nicht berechtigt. Also wenn man auf eine Ressource, die passwortgeschützt zum Beispiel ist, zugreifen möchte und man hat nicht die Berechtigung, dann wird man 403er zurückbekommen. Das ist ein Fehler, den der Client ausgelöst hat, und alles, was 500 ist, sind Fehler, die beim Server liegen. Das heißt, der Client hat nichts falsch gemacht, aber der Server kann trotzdem nicht antworten, weil er zum Beispiel gerade keine Ressourcen hat, weil er die Anfrage nicht versteht, weil er ein Delete nicht nur nicht bearbeiten will, sondern zum Beispiel gar nicht bearbeiten kann. Das wäre zum Beispiel der 501er in dem Fall. Gut, so viel zum HTTP. Und wir schauen gleich weiter zum DNS. Das DNS ist der Telefonbuchdienst im Internet. Das Domain Name Service, lang ausgesprochen, ist also jener Dienst, der es uns ermöglicht, nicht, wie vorher schon erwähnt, mit IP-Adressen herum
arbeiten zu müssen, wenn wir irgendwelche Rechner im Internet erreichen wollen, sondern die sprechenderen Domainnamen nehmen können. Wenn wir von den Domainnamen sprechen, sprechen wir von dem www.jku.at, das ist ein Domainname. Und diese Struktur, wie sie diese Domainnamen aufbauen, ist das Erste, was wir uns in diesem Zusammenhang anschauen müssen. Ja, man kennt da diese Punkte drinnen. Diese Punkte versuchen, die dezentrale Struktur des Internets abzubilden. Es ist grundsätzlich so, dass ein Domainname von vorne nach hinten zu lesen ist, und je weiter vorne ein Namensbestandteil steht, desto feingranularer ist die Netzwerkebene, auf der er angesiedelt ist. Was bedeutet das? Das bleiben wir bei www.jku.at oder nehmen wir www.cejku.at. Da haben wir ganz hinten das AT stehen. Das AT ist eine sogenannte Top-Level-Domain, also der hinterste Namensbestandteil. Das sind die Top-Level-Domains und bezeichnet in dem Fall, ist eine Länderdomain, einen Rechner oder einen Domainbereich, der in Österreich angesiedelt ist. Andere Top-Level-Domains kennen wir, das ist gerade ursprünglich in den letzten paar Jahren, also ursprünglich war das relativ beschränkt, welche Top-Level-Domains es gibt. Das sind die dreibuchstabigen wie com, org, net und so weiter. Da gab es gerade eine Handvoll, und dann gab es noch die Länder-Domains, das ist alles, was zweistellig ist. Erst in den letzten Jahren ist das liberalisiert worden. Und es gibt neue Top-Level-Domains, damit hat man jetzt wieder mehr Möglichkeiten, den Namensraum im Internet anders auszuschöpfen. So, also wir haben die Top-Level-Domains, dann eine Ebene weiter vorne, in dem Fall JKU, kennzeichnet dann den Domain-Namensbereich der JKU, also alles, was dann weiter davor kommt, liegt im Zuständigkeitsbereich der JKU. Dann kommt CE, wenn wir von hinten noch weiter vorne gehen. Dann kommt CE, das heißt, alles, was vor CE kommt, liegt im Zuständigkeitsbereich von CE, also vom Institut für Communications, also Wirtschaftsinformatik Communications Engineering. Und dann sind wir ganz vorne angelangt, dann steht da www. Und dieser vorderste Teil, der kennzeichnet immer exakt einen Rechner, beziehungsweise löst auf genau eine IP-Adresse auf, an die dann eine Anfrage gerichtet werden kann. Dieses www ist nichts Standardisiertes, dieses www ist tatsächlich reine Konvention. Es ist Konvention, dass man im World Wide Web einen Rechner oder einen Rechner, der einen Dienst im World Wide Web anbietet, der also den Port 80 offen hat und HTTP spricht und eine Webseite ausliefern kann, dass der mit dem Namen www gekennzeichnet wird. Das muss nicht so sein, das hat sich einfach nur eingebürgert. Man kann den Rechner ganz beliebig benennen. Ihr kennt das zum Beispiel von unserer Mediathek am Institut. Der Rechner hat nichts mit www am Hut, der heißt einfach nur mediathek.ce.jku.at. Trotzdem bietet der Dienst auf Port 80 an, deswegen kann man auch mit dem Browser ganz einfach ansurfen. Das Domain-Name-System ist also hierarchisch aufgebaut, kann man sich vorstellen. Von hinten gelesen nach vorne kann man das beliebig verzweigen. So einen Domainnamen kann man sich bei einem sogenannten Registrar besorgen und ist dann für alles, was davor kommt, grundsätzlich verantwortlich. Also man kann sich beliebig viele Subdomains, die dann davor angeordnet sind, selbst anlegen. Kommt jetzt ein bisschen auf das Geschäftsmodell des Registrars an, ob man das selbst kann oder ob man dafür bezahlen muss, aber grundsätzlich, sobald einem eine Domain gehört, die reserviert man sich bei dem Domainregistrar, dann wird die in den DNS-Servern eingetragen, die also diesen Dienst anbieten, dort ist hinterlegt, dass das der jeweiligen Person gehört und wie die zu erreichen ist. Und alles, was dann davor kommt im Domainnamen, liegt im Zuständigkeitsbereich und in der Verantwortung der jeweiligen Person. So, jetzt haben wir gesehen, dieses DNS ist rein organisatorisch einmal hierarchisch aufgebaut. Dieser hierarchische Aufbau, der setzt sich auch wieder in der technischen Umsetzung fort. Also DNS-Records haben wir gerade ganz kurz besprochen. Dort sind die Informationen hinterlegt, erstens, wem die Domain
gehört. Also kann man mit einer Whois-Abfrage, sogenannte Whois-Abfrage, die Daten abfragen. Andererseits steht eben dort drinnen, auf welche IP-Adresse der jeweilige DNS-Name auflöst. Ja, mit, wenn man entsprechende Anfrage an sogenannten DNS-Server stellt, dann kann der das auflösen. Das DNS ist dezentral organisiert, entsprechend dieser Baumstruktur. Das heißt, grundsätzlich einmal gibt es für jedes Subdomain, also das, was vor dem eigentlichen Hostteil kommt, einen zuständigen DNS-Server. Das kann für mehrere Subdomains der gleiche DNS-Server sein, aber es gibt einen sogenannten autoritativen Domain-Server für jede Domain, der sagen kann, ich bin zuständig und ich sage, welche Rechner es gibt und wie die auf IP-Adressen aufzulösen sind. Und den kann man fragen, wenn man diesen Domainnamen abfragt. So, gibt es unterschiedliche Bestandteile in diesen Domain-Records, führt jetzt an der Stelle zu weit, das im Detail zu besprechen. Domain-Server, haben wir gesagt, eingerichtet. Es gibt die autoritativen Domain-Server, die grundsätzlich für eine Domain zuständig sind. Es gibt natürlich noch weitere Domain-Server, die im Internet dann dieses Namensauflösen als Dienst anbieten. Man kennt es vielleicht von der Netzwerkkonfiguration. Bei der Netzwerkkonfiguration muss man normalerweise zwei DNS-Server angeben, zwei Domain-Name-Service-Server angeben, die immer grundsätzlich vom eigenen Rechner befragt werden, wann der nicht Bescheid weiß, wie er eine Domain auflösen soll. Diese beiden Server, die man da hat, sind üblicherweise nicht autoritative Server. Das heißt, es sind Server, die sie Daten von den autoritativen Servern zwischenspeichern. Wenn man zu denen geht, dort anfragt und die haben gültige Daten, in einem DNS-Rekord ist immer hinterlegt, wie lange die Daten gültig sind. Das kann der autoritative Server festlegen, je nachdem, wie hoch die Änderungswahrscheinlichkeit ist, legt man das lang oder kurz fest. Wann der Server, den man anfragt, gültige Daten hat, dann wird er die grundsätzlich zurückliefern. Man hat am eigenen Rechner einen sogenannten Resolver, einen DNS-Resolver, ein kleines Programm drauf, das diese Anfragen verarbeitet. Das heißt, der Browser kommt her, wir geben in die Adresszeile im Browser www.ce.jku.at ein. Der Browser hat aber grundsätzlich keine Ahnung, was er damit anfangen soll, wo er jetzt hingehen muss, um die Webseite abzurufen. Deswegen geht der zum Resolver, ruft den Resolver auf und sagt, hey, bitte besorg mir die IP-Adresse des Servers. Der Resolver schaut wiederum im eigenen Zwischenspeicher, im Cache nach, ob er das schon hat, er hat es noch nicht. Dann schickt das an den ersten der beiden DNS-Server, die im System hinterlegt sind. Also der Resolver ist ein Systemdienst, der allen Programmen zur Verfügung steht und der leitet das einmal dann ins Internet zum DNS-Server weiter. Dieser DNS-Server hat dann mehrere Möglichkeiten. Erstens, wenn er gültige Daten hat, liefert er die Antwort zurück, löst also die Anfrage auf eine IP-Adresse auf, die dann der Resolver wiederum dem Browser zur Verfügung stellen kann und der kann dann weitermachen und den HTTP-Request zum Beispiel absetzen. Wann der Resolver keine Antwort bekommt von dem Domain-Server, bei dem er anfragt, kann der, Unterschied ist da ist im Detail nur mal beschrieben, kann der wiederum weiterfragen. DNS-Requests werden grundsätzlich rekursiv aufgelöst. Das heißt, dieser Domain-Server, den wir anfragen, der kann uns zurückschicken, na, weiß ich nicht, frag bitte bei einem anderen Server nach, das ist die sogenannte Weiterleitung, oder löse bitte über die sogenannten Root-Server auf. Die Root-Server sind der einzige Angriffspunkt in diesem DNS-System. Die Root-Server sind für die Wurzelknoten, für die Top-Level-Domains im Internet zuständig. Nachdem das ein Single Point of Failure wäre, wenn man den auch diesen Root-Server offline nimmt, dann wäre alles offline. Deswegen gibt es die mehrfach und deswegen beantworten die auch nicht jede beliebige Anfrage, sondern nur Anfragen, die wirklich
aus einer Weiterleitung heraus entstehen. Und diese Root-Server können dann rekursiv die Domain-Auflösung weiterleiten. Das heißt, der Root-Server kann man fragen, okay, das ist ein AT-Domain, frag bitte bei dem autoritativen Domain-Server für AT noch, wie du weiter auflösen musst. Der AT-Server wird uns weiterleiten an den JQ-Domain-Server, der JQ-Domain-Server wird uns weiterleiten an den CE-Domain-Server und der wird uns sagen, wo denn der Rechner www zu erreichen ist. Das heißt, wenn es diese Zwischenspeicherungen gibt, dann muss tatsächlich aufgelöst werden über die gesamte Serverhierarchie hinweg. Wann es gibt, ist die DNS-Anfrage üblicherweise sehr rasch beantwortet. Also dieses rekursive Auflösen passiert nur in Ausnahmefällen. Im Normalfall halten Sie die Domain-Server relativ umfangreiche Datenbank an Domainnamen, IP-Adressenzuordnungen vor. Deswegen kann es auch eine Zeit lang dauern, bis Domainnamen im Internet, wenn sie geändert werden, korrekt auflösen, weil das erst über diese Time to Live, die wir vorher erwähnt haben, durchpropagieren muss, weil das erst dann auf allen Servern irgendwie wieder hinterlegt sein muss, bis dann jede Anfrage auf die korrekte IP-Adresse aufgelöst wird. Abschließend kommen wir jetzt noch zum dritten Anwendungsprotokoll, das wir uns anschauen. Das ist eins, mit dem Benutzerinnen und Benutzer nicht unmittelbar was zu tun haben, sondern immer nur indirekt über irgendein Anwendungsprotokoll, das es nutzt. Das ist das sogenannte TLS, die Transport Layer Security, also jenes Protokoll, das es uns ermöglicht, die Kommunikation, die von Anwendungsprotokollen oder von Anwendungen durchgeführt wird, im Netz abzusichern. Abzusichern heißt in dem Fall einerseits zu verschlüsseln, das heißt, dass Zwischenstellen nicht mitlesen können. Ja, wir rufen uns ganz kurz in den Hinterkopf, dass IP-Pakete ja irgendwo kreuz und quer im Internet umhergeschickt werden und grundsätzlich jede Zwischenstelle da drinnen die Daten, die übermittelt werden, abfangen könnte und mitlesen kann. Erst wenn die Daten, die übertragen werden, verschlüsselt sind, ist das nicht mehr möglich. Das kümmert sich das TLS. Andererseits kümmert sich das TLS auch nur um das Sicherstellen, dass die miteinander kommunizierenden Partner jene sind, die sie vorgeben zu sein, so würde ich sagen. Das heißt, dass ich mir sicher sein kann, dass der Server, mit dem ich rede, tatsächlich der Server von meiner Bank ist, wenn wir vom Online-Banking sprechen zum Beispiel. Das können wir, weil die Browser-Adresszeile vielleicht grün wird bei manchen Browsern, wenn dieser TLS-Handshake, zu dem kommen wir dann gleich, erfolgreich war, wenn erfolgreich verifiziert wurde, dass die kommunizierende Gegenstelle jene ist, die sie sagt, dass sie ist. Ja, das TLS war auch unter dem Namen SSL bekannt. Früher ist das Gleiche. Das heißt, SSL war bis zur Version 3.0 SSL, danach ist eine neue Standardisierung gekommen, ist funktional das Gleiche, heißt nur dann seitdem TLS. So, und wir kennen es, wie gesagt, von HTTPS, ganz grundsätzlich. Funktionsweise vielleicht ist das geschicktere, wenn wir uns mal anschauen. Und ich skizziere das vielleicht. Das ist am nachvollziehbarsten. Grundsätzlich möchten wir Folgendes. Wir haben einen Client und einen Server und die möchten miteinander kommunizieren, ohne dass ein Angreifer A da mithören kann. Das heißt, es gibt da eine Kommunikation, der Angreifer sitzt irgendwo dazwischen, der möchte mithören. Und wir wollen aber jetzt versuchen, da einen Tunnel aufzubauen eigentlich, der so weit undurchdringbar ist, dass der Angreifer zwar vielleicht was mitkriegt von der Kommunikation, schon mitkriegt, dass der Client jetzt gerade mit dem Server spricht, aber nichts davon mitkriegt, dass was da konkret an Daten ausgetauscht wird. Dafür braucht es zwei Schritte in Wirklichkeit, die ja im SSL von zwei unterschiedlichen Protokollen realisiert werden. Das ist das sogenannte Record-Protokoll, das ist die Verschlüsselung, das ist das, was als erstes zum Einsatz kommt und dann das Handshake-Protokoll, das ist das, wo versucht wird, die jeweiligen Gegenstellen
zu identifizieren. So, wirklich nur ganz kurzer Überblick, über das könnte man locker mehrere Stunden sprechen, wie das exakt funktioniert. Ganz kurz. Das erste, was passiert beim Verbindungsaufbau, ist, dass sie die beiden Gegenstellen, also der Client und der Server, ausmachen, wie sie denn die Daten verschlüsseln wollen. Wie sie die Daten verschlüsseln wollen, heißt, es gibt im TLS-Standard unterschiedliche Verschlüsselungsalgorithmen, die zulässig sind. Nicht jeder Server, nicht jeder Client muss sämtliche Standards unterstützen und es gibt da immer einen Nachrichtenaustausch zwischen den beiden, welche Kommunikation sie denn bevorzugen und man wählt dann die bestmögliche, die beide Kommunikationspartner unterstützen. Dabei wird noch ein sogenannter Sitzungsschlüssel vereinbart. Was ist das jetzt? Kommunikation muss ja verschlüsselt werden zwischen zwei Partnern, haben wir vorher gerade diskutiert. Das Problem ist, dass man für die Verschlüsselung immer einen sogenannten Schlüssel braucht, also etwas, was man auf die Daten, über die Daten drüber legt oder mit dem man die Daten manipuliert, sodass man nicht mehr auf die ursprünglichen Daten zurückschließen kann. Also unabhängig vom tatsächlich eingesetzten Algorithmus braucht es einen konkreten Schlüssel, den man dann einsetzen kann, um die Daten dann zu verschlüsseln. Den Schlüssel muss man irgendwie, dieser Schlüssel muss grundsätzlich beiden Gegenstellen bekannt sein. Und da haben wir schon ein Problem. Wir haben im Internet eher nicht die Chance, dass man jeden, der mit uns kommunizieren möchte, mit jedem so einen Schlüssel austauschen. Der darf natürlich nicht gleich sein, das heißt, der muss eindeutig sein für jede Kommunikationspaarung. Idealerweise ist der sogar so eindeutig, dass er sich bei jeder Sitzung ändert. Also nicht wirklich praktikabel, irgendwie brauchen wir eine Möglichkeit, um so einen Schlüssel auszumachen für die Sitzung, die wir gerade aufbauen, dass wir dann unsere Daten konkret verschlüsseln können. Gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten? Eine davon ist die sogenannte asymmetrische Kryptographie. Da ist es möglich, ohne dass beide denselben Schlüssel haben, gegenseitig sich verschlüsselte Nachrichten zu schicken, sobald jede Kommunikationsstelle den jeweilig öffentlichen Schlüssel des anderen Kommunikationspartners kennt. Man hat dann selbst wieder einen sogenannten privaten Schlüssel und alles, was mit dem öffentlichen Schlüssel verschlüsselt worden ist, kann man mit dem privaten Schlüssel entschlüsseln. Ebenfalls unpraktikabel im Internet, weil nicht jeder den jeweiligen öffentlichen Schlüssel der Kommunikationspartner, den man ansurft, kennen kann. Wir kennen das aus dem Internet, fast jede Webseite heute ist HTTPS abgesichert oder die Kommunikation wird über TLS eben durchgeführt. Da müsste man jetzt mal vorher diesen Schlüsselaustausch, diesen öffentlichen Schlüssel irgendwo her besorgen. Unpraktikabel. Und dann nur sicher gehen, dass das auch der richtige ist, sonst ist man wieder Verfälschungen gefeit. Deswegen verwendet man einen anderen Algorithmus, der nennt sich Diffie-Hellman, ohne dass wir den jetzt im Detail diskutieren. Also bekannt oder benannt nach den beiden Entwicklern, Erfindern. Der Diffie-Hellman-Algorithmus erlaubt es zwei Kommunikationspartnern, ein Geheimnis zu vereinbaren, also in Wirklichkeit auf eine Zahl, auf so einen Schlüssel zu kommen, auf den gleichen Schlüssel zu kommen, indem sie miteinander kommunizieren, ohne dass sie diesen Schlüssel tatsächlich austauschen. Also es funktioniert dann mathematisch über Anwendung der Primfaktorenzerlegung oder weil Primfaktorenzerlegung schwierig ist, ist das tatsächlich sicher. Ein Angreifer kann nicht zurückschließen darauf, wie denn der Schlüssel jetzt tatsächlich aussieht, wenn er nur die Kommunikation anschaut. Das heißt, die beiden Kommunikationspartner, um auf das SSL zurückzukommen, beginnen einmal damit, so ein Diffie-Hellman-Aushandlungszyklus, Prozess, zu starten und haben dann schon mal einen sogenannten Sitzungsschlüssel, also ein geteiltes Geheimnis,
das Sie verwenden können, um die darauf folgende Kommunikation zu verschlüsseln. So, dann ist der Verbindungsaufbau mal grundsätzlich soweit abgeschlossen. Hoppla. Wir wissen jetzt immer noch nicht, ob der jeweilige Kommunikationspartner tatsächlich der ist, der er vorgibt zu sein. Deswegen brauchen wir nur das TLS Handshake-Protokoll, also eben Identifikation, Authentifizierung der Kommunikationspartner auf Basis asymmetrischer Verschlüsselungsverfahren und Public Key Kryptographie. Da sind wir schon hinkommen. Die kommt nämlich schon wieder ins Spiel jetzt an dieser Stelle. Allerdings nicht für die Verschlüsselung, sondern für die Authentifizierung der Kommunikationspartner. Dazu braucht man sogenannte Zertifikate. Zertifikate kennen wir wahrscheinlich aus dem Web, wenn man schon mal auf dieses kleine Schloss gedrückt hat, das meistens in der Browserzeile dann auftaucht, dann wird das Zertifikat der jeweiligen Webseite angezeigt. Dieses Zertifikat ist kryptografisch signiert, also Signaturen sind eine Anwendung der Public-Private Key-Kryptographie, mit der man sicherstellen kann, dass ein bestimmtes Dokument, ein bestimmter Datensatz tatsächlich von einer Person oder von einer Person, die im Besitz eines bestimmten Schlüssels ist, unterzeichnet wurde. Das verwendet man jetzt so, dass man sich als Serverbetreiber üblicherweise im TLS ein Zertifikat besorgt von einer Zertifizierungsstelle, die dem Browser wiederum bekannt ist. Dieses Zertifikat wird von der Zertifizierungsstelle signiert und der Browser kann dann feststellen, ob diese Signatur gültig ist. Was diese Zertifizierungsstelle tut, ist, dem Serveranbieter zu bestätigen, indem sie ja dessen Identität prüft, dass der Server, der dieses Zertifikat ausliefert, tatsächlich dieser Person gehört. Das heißt, da steht dann drinnen, okay, wir bestätigen, dass der Server tatsächlich der Server der Bank ist und nicht von irgendwem anderen gefälscht wurde, zum Beispiel. Diese Zertifizierungsstellen wiederum, das sind sogenannte Trusted Third Parties, also denen muss man grundsätzlich vertrauen. Deswegen ist es ein großes Asset für so eine Zertifizierungsstelle, wenn sie in der Standardvertrauensliste der einzelnen Browser eingebaut ist. Das heißt, wenn man sich einen Browser irgendwo herunterlädt, dann kommt eine Liste von Zertifizierungsstellen mit, denen standardmäßig vertraut wird. Und wenn jetzt ein Zertifikat bei einem TLS Handshake daherkommt, das signiert ist von so einer Zertifizierungsstelle, dann wird dem grundsätzlich einmal vertraut. Also dann geht der Client davon aus, dass der Server tatsächlich der ist, der er vorgibt zu sein. Jetzt wird es beim Handshake grundsätzlich in die andere Richtung auch funktionieren. Das heißt, der Client kann auch ein Zertifikat anbieten dem Server, um seine Authentizität, seine Identität zu beweisen. Wird, weil das technisch halt relativ aufwendig ist und kompliziert handzuhaben ist, zumindest für den gemeinen, allgemeinen Benutzer, der keinen großen technischen Hintergrund hat, meistens nicht gemacht. Das heißt, diese Client-Authentifizierung auf TLS-Ebene fällt meistens weg und man macht halt Sachen wie ein Login, dass man einen Benutzernamen und ein Passwort wissen muss, um sich zu authentifizieren. Grundsätzlich wäre es aber möglich, das kryptografisch sicher und abgesichert mit Hilfe von Zertifikaten zu machen. Das ist im Übrigen auch das, was man macht, wenn man eine Amtssignatur, eine digitale Signatur mit der Bürgerkarte anbringt. Da hat man genauso eine kryptografische Signatur, hat man genauso ein Zertifikat, das von der Republik Österreich akzeptiert wird, um seine Identität zu beweisen. So, diese Handshake-Phase, die führt im Endeffekt dazu, dass der Sitzungsschlüssel dann vereinbart werden kann und dann geht die Kontrolle wieder an das Record-Protokoll zurück, mit dem die eigentliche Datenverschlüsselung, die verschlüsselte Datenübertragung dann realisiert werden kann. Man hat es wahrscheinlich gemerkt, das war ein sehr grober Überblick, in manchen Aspekten ist das jetzt vage geblieben, würde aber bei weitem den Rahmen sprengen, wenn man das im Detail
jetzt diskutieren würden. Ich hoffe, der Überblick hat funktioniert. Es ist verständlich geworden, was grundsätzlich bei TLS funktioniert. Merken sollte man sich auf jeden Fall diesen Zertifikatsmechanismus zur Authentifizierung und die Idee, dass die Kommunikation verschlüsselt sein muss, und zwar mit einem Sitzungsschlüssel abgesichert, der jeweils individuell für jeden Kommunikationsvorgang neu vereinbart wird. Nur dadurch wird das Ganze sicher. Bei den vorhergegangenen Protokollen sollte man sich noch merken beim DNS, wie das grundsätzlich aufgebaut ist und wie da dieser Resolver arbeitet, also wie das Auflösen eines DNS-Namens funktioniert, wie der DNS-Name grundsätzlich aufgebaut ist, dass man eigentlich von hinten nach vorne immer fein granularer auflösen kann. Und beim HTTP wäre es halt nur interessant zu wissen, dass es ein zustandsloses Protokoll ist, wie dieser Prozess funktioniert. Was die unterschiedlichen Anfragemethoden sind, wäre vielleicht noch interessant. Zumindest die gängigsten, zumindest der GET und POST, sollte man wissen, was die machen und was der Unterschied ist. Und dass es sowas wie Statuscodes gibt, die dann zurückgeben, ob die Anfrage bearbeitet werden konnte oder ob irgendwo ein Fehler aufgetreten ist. Gut, das war's soweit für den Themenbereich 1. Ich danke einmal für die Aufmerksamkeit und wir hören und sehen uns wieder im Themenbereich 2, wo wir dann über die Software sprechen, die auf diesen Computernetzwerken aufbaut.